weiteren Folge von Phasmophobia. Heute befinden wir uns mal mit meinem Team oder mit dem Team Lasse, Michael und der kleine Azubi-Ziege Peacemaker in der Highschool. Jo, schauen wir mal gerade. Entdeckung, welche Art von Geist sich handelt, alles klar. Dann finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Einen Raum unter 10 Grad Celsius und den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen reinigen. So, der Typ oder sie. Ah, Carol Thomas, da konnte sich wohl einer nicht entscheiden. So, die Frage Wieder mal ist, wieder nur wie wollen wir alleine. die Teams bilden? Mir ist es egal, also wir können eine Ich Anfänger und eine sag Erfahrung mal, machen oder. die Herren gegen die Damen. Ach so, du hast es exakt Alles aufgeteilt. anders gesagt. Wer hat das Fieberthermometer? Noch keiner. Wir haben ja noch stehen die beide da, ja. Noch hat da keiner genommen. Ach so, stimmt. Ups. Ja, gut. Wer will die nehmen? Also ich kann eins nehmen. Ich nehm einfach mal eins, Bobs. Ich habe jetzt eins. Dann nehme ich das andere, komm. Gut. Ich nehme das Buch noch mal mit. Kommt einer zu. Ach komm, Ich lass noch mal die nicht. Anfänger. Dann lassen wir mal die Anfänger mal alleine ein bisschen Peacemaker, rumexperimentieren. Damit sie auch mal was sehen. So. Nimmst du dann EMF mit? Moment, da müsste ich noch irgendwas ablegen. Wir gehen das schon mal vor. Dann ja, machen wir wir mach gehen das. links oder rechts? Wir gehen links. Wir gehen links, alles klar, dann geht die rechts lang. Okay. Okay, machen wir. Peacemaker, hier lang. Ich laufe einfach mal unauffällig hinterher. Okay. Temperatur ist noch bei 20 Grad. So. Ihr geht links, wir gehen rechts, gell? Das ist gut. Jo. Ich könnte die doch auch links gehen, weil das hat ja links geklingelt. Also, ihr habt leider das Telefon links. Ich weiß nicht, ob ihr das direkt mit links kommen wollt. Also, ihr könnt links gehen und dann die Treppen hochgehen in der Tür. Ja, ihr könnt links gehen und die Treppen gleich hoch. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Okay, machen wir es so rum. Gib uns ein Zeichen. Wie er sich hier mehr versteckelt, der Peacemaker, das gibt's ja wohl nicht. Ja, irgendwie 14 einer muss Grad, ja mal 16 vor. Grad hier. Hä, die Angstziege. Gib uns ein Zeichen. Zu Recht. Bist du hier? Hauch mir ins Ohr. Friss Peacemaker. Kratz mich, beiß mich, schlag mich, gib mir Tiernamen. 13 Grad hier im Raum, also hier ist nix. Gib uns ein Zeichen. Lass das Telefon wieder Der gehen. EMF-Reader hast du an, PC? Ah ja, Moment. Musst du mit Rechtsklick Jo, anmachen dann. ist an. Bist du hier? Gib das Telefon. Gib uns ein Zeichen. Ich weiß, wie die Gib uns ein Zeichen. Ah, guck mal, da hat er seine Mathehausaufgaben nicht gemacht. So, das ist der Flur. Das ist doch ein Zeichen, das ist der Flur, oder? Bist du hier? Ich habe 14 Grad hier, also gehen wir mal weiter. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Lass das Telefon klingeln. Call me maybe. Warte mal. Warte, die Schule ist heftig. Ja, halt sau groß, ne? Habt ihr was gefunden? Raum gefunden und wir haben Freezing. Okay. Okay, wir kommen. Ihr müsst die Treppe runter und dann den langen, also quasi nicht aus der Richtung, wo wir kamen, sondern weiter den Langgang runter. Etwa auf der Mitte ist es. Also sprich. Also durch die Turnhalle. Ne, nicht Turnhalle, Turnhalle. Ihr kommt quasi, ihr geht den Gang weiter, den wir gegangen sind, und dann rechts um die Ecke. Alles klar. Okay, sind unterwegs. Wo bist du? Peacemaker, riechst du das auch? Nee. Wo bist du? Ah, Licht. Wo bist du? Ja. Wo Eins weiter. bist du? Wie alt bist du?
Telefon, geht unbedingt jemand dran. Versteht mich gar nicht, hallo. Wie alt bist du? So, erstmal Gefriertemperatur einbringen. Vielleicht ist er Ausländer. Minus 10, okay. Ja, ich dachte, Physik ist safe. Jetzt haben wir Geisterbuch und gießt das einfach mal rein. Ja. Nee, Geisterbuch habe ich abgelegt, genau, dass ich das EMF mitgenommen habe. Suchen wir mal Regal, wo ich meine Kamera platzieren kann. EMF hat aber keinen Ausschlag. Ich würde die Spirit Box mal aktiv hier lassen und der Letzte im Raum fragt mal ein bisschen, weil jetzt muss ich Sachen holen. Da stehe ich ja auch nicht rum. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hey, ist da close. Nice. Ein Dämon, Gespenst oder Mare? Mare. Gib uns ein Zeichen. Ich hab schon mal die Kamera gesetzt. Okay, ich bin keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich habe in der Tonhalle gelandet. Also ich hab schon mal die Kamera gesetzt. Wenn du im Truck bist, kannst du gucken, du Orbs. Ja, ich check sofort. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, bin in der Tonhalle. Erstmal Navi anmachen. Warte, ich setz mal um. Na stimmt, da hinten vielleicht besser. Okay, also im F hat überhaupt keinen Ausschlag. Gib uns ein Zeichen. Kleiner Geist. Weil da hast du dich eben verbogen. Ja, ich weiß. Manchmal bin ich halt biegen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ja, wie also er ist hier. Mhm. Also Zeit abgelaufen, Sanity ist im Schnitt bei 80 und ich muss die Camp finden. Ja, Spirit Ops. Da hört's. Okay, dann haben wir ja schon alle. Ja, ja, auf jeden Fall Ops. Ich wurde gerade angehaucht. Mare. Das ist eine Mare. Was haben wir noch für Aufträge? Wir haben noch alles, den haben wir ja noch viel gesehen. Wir müssen es glaube ich noch räuchern, oder? Räucherstäbchen noch und EMF wieder fehlen noch. Ah, EMF ist nichts bis jetzt. Ja, ich hab da auch noch nichts. Das macht klar. Also, ich bringe das Räucherstäbchen mit. Ich bin bei Räucherstäbchen mit, aber mehr kann ich nicht mitnehmen. Was haben wir denn an Beweisen? Bis jetzt nur das Orb? Oder den Orb? Orb und Box. Okay, danke. Wenn ihr nicht angegriffen werden wollt, macht das Licht an. Der Mare greift, gibt bevorzugt und dunkel an. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Da hast du Licht ausgemacht. Ja, die steht in der Ecke. Mist. Wollte noch ein Foto machen, war leider zu langsam. Hab ich. Cool. Die ist übel. Und sie hat wieder die Tür zugemacht. Die Tür ist bei mir auf. Ja, ich hab sie wieder aufgemacht. Die ist bös. Ja, wir müssen ja nur noch ausräuchern und dann haben die ja eigentlich alles. Außer halt EMF. Da tut sich aber auch nichts mit dem EMF. Ja, ich schalte mal die Geisterbox aus. Ja, kannst du machen. Du kannst sie auch einfach auf dem Boden ausmachen, wenn du drauf klickst und dann links klickst. Oder rechts klickst. Ja. Ach, gut. Das Geräusch ging nämlich ein bisschen auf die Keks. Ja, manchmal ist es nicht. Gib uns ein Zeichen schnell noch. Schnell, ein Zeichen. Her, hopp. Kannst du uns was zeichnen? Headschlag. Holy shit. Sie war hier. Vor mir. Sie lief auch ein bisschen. Kein EMF-Ausschlag. Kein EMF-Ausschlag, obwohl sie gerade vor mir war. Ja. Oh. Also, sollen wir abhauen so? Wer ist im Telefon? EMF? Nice. Super.
Du Dominus, wir machen uns jetzt fort. Einfach geradeaus gehen. Zack, gehuntet. Ja, ich gebe mal ein bisschen Hackergas, weil ich muss die Unterhose wechseln. Das wäre auch eine Möglichkeit, um braunes Wasser zu erzeugen. Einfach die Unterhosen dann ins Waschbecken legen. Genau. Uah. Perfekt. So, nice. Das war ja noch einfacher als gedacht. Mhm. Das stimmt sogar. Es ist ja auch auf easy, also wir müssen ja, ja. immer noch sagen, es ist easy, aber trotzdem war es schon wäre. Das war einfach viel zu einfach. Also soweit ich weiß, machen die Schwierigkeitsgrade gerade nur, dass die Sanity langsamer droppt. Und mit Perlen klein. Deswegen, also wenn die Sanity Also wo wir einfach Glück hatten, ist, wie wir die Tür geöffnet haben, dass er gleich Telefon klingeln lassen hat. Das war der einzige Grund, warum es so einfach war. Riesenlack. Weil sonst wäre es niemals so einfach gewesen. Hat jeder Mare eingetippt? Jawohl. Yes, yes. Alle Aufgaben sind erfüllt. Super. Go Team. Yay. Yeah. Ich würde sagen, wir hauen ein kleineres Haus hinne dran, oder? Ja, können wir machen. Ja. Hi, Male. Das sah doch mal nicht schlecht aus. Was sollen wir als nächstes machen? Sollen wir nochmal das was gleiche? Was Kleines wieder. Okay. Was Kleines. Dann ist gleich besser mit der Zeit und so. Irgendwas Kleines, genau. Edgefield. Ich glaube, Tanglewood Street ist jetzt gerade neu bei mir. Oder? Nee, Tanglewood ist ein Tutorials. Okay, jetzt kannst du trotzdem. Das ist wirklich, glaube ich, dem ist das Kleinste, was es gibt. Also mir läuft jedes Mal eiskalt runter, wenn die Tanten da auftauchen. Glaube ich. Na gut, empfohlen die Größe 1. Ich stelle mir vor, das wird schon noch im VR-Spieler. Ja, viel Spaß, würde ich behaupten. Ja, ich habe VR, aber ich traue mich das nicht. Ich hab kein VR, aber ich will's auch nicht machen. Ich hab leider keine, aber ich würde es gerne machen. Ich hab da richtig Bock drauf. Ich würde jetzt sagen, kommst mal vorbei, ich lass dich mal durch rennen. Ja, von einem YouTuber eingesehen, der hat Asylum Profi Solo gemacht in VR. Na, hätte schon Glühstrumpf. Peacemaker hast du ausgewählt? Ja, der war Richview. Nice. Richview ist auch gut. No. Dann los. Hey ho, let's go. Schauen, was das jetzt wird. Hey! Oh, Heliumstimme. We've had no reports of violence, but keep an eye out. Was haben wir dann Feines? Anwesenheit des Geistes. Wir brauchen. Genau, Bewegungssensor brauchen wir, räuchern müssen wir und lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ja, okay. Okay. Gruppe oder alleine? Alleine. Ah, klar. Kenneth Thomas Geister. Heißt er. Die ja, Solo-Geister. Thomas und seine Freunde. Kenneth Thomas. So, nehmen wir mit. Was wollen wir mitnehmen? Also ich nehme das Buch. Ich habe Thermometer schon dabei. Und eine Bewegungsmelder habe ich auch schon.
Nehmen wir noch eine Kamera mit. Ich nehme eine Spiritbox mit. Entschuldigen Sie, ist das der Thomas nach Bangkok? So ungefähr, ja. Ready to rumble. So, dann warten wir, bis alle da sind. Können ruhig vor. So, ich gehe gleich mal noch rechts weg. Ja, bist du hier? Bist du laktoseintolerant? Gib uns ein Zeichen. Hast du besondere Temperatur? Bist du hier? Was hast du ein Foto gemacht? Von einem Knochen. Ach, von einem Knochen? Von was wohl? Ah. Ich dachte, ich hab was gehört. Ich dachte, das ist ein Auge. Nee, war Knochen nur. Gib uns ein Zeichen. Also auf der rechten Seite ist schon mal nichts. Seid ihr links weg? Ich bin gerade im Keller. Ich bin auf dem... Ich hab einen Schlüssel gefunden. Einfach aufsammeln. Für was denn eigentlich die Schlüssel gut? Auto ausmachen oder die Hintertüren auf vor die Garagentür. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hast du Angst? Zeichne dich. Zeichne dich? Ja. Hier unten ist nichts. Die ist gerade ein Ball rumgekullert. Warst du das? Okay. Nee, also nee, ich bin gerade noch oben. Okay. Gib uns ein Zeichen. Wir sind im Keller. Ja, ich hab in der Küche mehr oder weniger zwei im F gehabt. Also ich hatte gerade oben einen Zweier vor der Treppe. Also wir haben hier immer noch 15 Grad, 14 Grad, also nichts Weltbewegendes. Also vor der Treppe war es auf jeden Fall, also irgendwo Küche wahrscheinlich. Mhm. Ja. Halt noch Ausschau von der Movie-Chat-Board zur Sache. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Hast du Kuchen? Gib uns ein Zeichen. Wie warm ist das hier? Normal. 13 Grad, 14 Grad, 16. Magst du Baumkuchen? Da brauchst du nicht reingucken. Fluchtschrank. Ja, aber ich will ja auch flüchten. Oh, hier wird's kalt, 8 Grad. Wo bist du? Oben. Oben. Und dann rechts, links rum zum Beispiel. Interessant. Nee. Also nur hier habe ich die 8 Grad. Und hier? Hier. Warte, ich komm mal rein. Nee, hier habe ich nur 15, 16 Grad. Deine also, Flur? Nur wie gesagt, hier. Ich hatte einen F-Ausschlag unten vor der Treppe. Okay. Eigentlich. Ich mach mal hier einen Bewegungsmelder hin. Schau mal, die Spiritbox einfach in den Raum rein. Wahrscheinlich ist der Geist hier so assi und ist irgendwie im Flurgang so richtig komisch. Gib uns ein Zeichen. Oh, hier habe ich 8 Grad in der Ecke. Hier, 6, 4, 5, 6. Das wird ja Flur sein, denke ich mal. Geh ich auch davon aus. Ich hau mal grad das Buch hier hin. Bist du hier? Ich hol mal Stuff. Der Ball rollt. Da rollt ein Ball, ja. Ich hab die Box hier. Ja. Der Geist hat das Licht ausgemacht. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Webhaus auch noch an. Ja, ich hab's angefangen. Fang an zu tanzen. Gib uns okay. Er hat ins Buch geschrieben. Alles klar? Er hat ins Buch geschrieben. Also ist er im Flur. Ja, er ist im Flur. Okay, interessant. So, Geisterbuch haben wir schon mal.
Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Lauf durch den Bewegungsmelder. Zeichen. Wo bist du? Taschenlampe rein. Ich hab UV und Smartick. Zeige dich, Geist. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Michael, du läufst da rum, ob hättest du in die Hose gekackt. Danke. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hast du zugemacht? Ja. Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich geh mir noch ein paar Sachen holen. Ja. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Welche Tür hat sich gerade bewegt? Ah, das bin ich die ganze Zeit. Hier. Bist du hier? Bist du hier? Gibst du mir ein Zeichen? Schnuffeli. Willst du mir kein Zeichen geben? Arsch. Ich muss mal gucken, ob die Spirit-Box funktioniert, weil die geht ja nur alleine. Mhm. Ja, ich bin hier schon rumgelaufen. Gib mir guck mal die Taschenlampe wieder, ich brauche eine Taschenlampe. Bist so, wir hier? Haben alles erledigt, bis auf das Event mit dem Teammitglied. Okay, cool. Hier. Ja, der Geist ist gerade ein bisschen schüchtern. Okay, Geist-Event sollte gleich aktiviert sein, er hat gerade das Licht flackern lassen. Ich bringe eure Kamera mit. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Sanity ist bei 70 und weniger. Okay. Kannst du mal gerade gucken, ich habe Kamera platziert. Ich schaue, sieht gut aus, aber ich sehe keine Geister auf bis jetzt. Gut. Gib mir ein Zeichen. Nee, sie sehen gar keine Stops aus, oder sie sehen sie nicht. Zeige dich, Geist! Gut, ich geh mal, glaube ich, noch Salz holen. Also ich gehe mir noch Salz aus dem LKW holen. Gib mir ein Zeichen. Ich komme jetzt wieder rein und platziere noch eine zweite Kamera. Okay. Gib mir ein Zeichen. 3 AM. Okay. Bist du hier? Bist du hier? Bist du ein Junge? Ja, das ist halt nicht wirklich ausschließend. Also ich habe UV probiert. Bist du ein Mädchen? Türen und Lichthalter geprüft. Da war das Radio angegangen. Das Radio rauscht gerade, ja. Im blauen Zimmer. Gib mir ein Zeichen. Magst du Licht? Hab ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein WMF war. Ich check das doch mal die Türen nach Fingerprints. Ja. So, wir merken uns im Hinterkopf, es könnte 5 WMF sein, wenn wir nichts anderes bekommen. Okay. Also haben wir jetzt nur Geisterbuch bis jetzt und vielleicht EMF. Jo. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, das ging zu schnell wieder weg. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Suchst du irgendwas? Bist du magst hier? Du Anleihen? Ich finde keine Fingerprints. Ich habe jetzt, glaube ich, fast alle Türen und ich hätte abgeguckt. Okay, seltsam. Aber okay, er kommt ja nur, wenn er alleine... Ja.
Gib mir ein Zeichen. Ich gehe jetzt mal in den Van und schau, ob wir Ops haben. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Ich laufe hier noch ein bisschen alleine rum. Suchst du etwas? Bist du hier? Bist du ein Junge? Hallo. Mach Fußabdrücke. Wen suchst du? Sollen wir gehen? Wir haben keine Aktivität auf dem Bildschirm und die Utility von einigen ist jetzt mittlerweile unter 50. Okay. Okay. Wie heißt der Geist? Ich hab Spirit Ops, aber draußen. Der Geist heißt Kenneth Thomas. Kenneth Thomas. Ich hab gerade auf der ersten Kamera, die an dem Haupteingang ist, Spirit Ops, die sind draußen auf der Veranda. Okay, danke. Okay. Wie kommt's? Also tippen wir dann schon mal alle Spirit Ops ein. Ja, ich hab die da immer noch. Wow. Ja. Okay, das ist... Shade, Juhai oder... Er hat mich gleich. In dem blauen Zimmer drin. Und das ist mir ich konnte auf den Camp sehen und er ist die erst runtergelaufen. Ich hab noch gesehen. Ich hab's noch gesehen, wie er gestorben ist. Hm. Arme Ziege! Na, auf die Ziege. Ja, das ist echt aber komisch zu. Ich zähle aber nicht als Geist-Trainer. Nee. Das wundert mich, dass er mich nicht getötet hat. Ich war eigentlich vor ihm. Er ist durchgelaufen. Ja, genau. Zeige dich. Schon wieder Shade oder Juri? Das Geist wurde nicht gezählt. Ja, ich weiß. Was fehlt bei Juri? EMF5 oder Freezing? Okay. Ja, jetzt wird das EMF dann sein. Denke ich auch. Zeige dich. Ja. Gib mir ein Zeichen. Ist du oben durch das Sensor gelaufen? Nein. Zeige dich. Nee, ist keiner am Sensor von euch. Gib mir ein Zeichen. Weil ich habe mich mit Düdüt gehört. Gib mir ein Zeichen, zeige dich. Naja, ich komm raus. Ah, okay, geh ich auf. Ja. Also EMF 5. Ja, die EMF 5. Dann ist es im Shade. Ja. Shade oder Juri war die Auswahl. Juri wäre Freezing und es hat keiner Freezing gehabt bis jetzt. Hm. Radikal, der spawnt genau vor mir und nichts ist passiert. Ist halt witzig mit dem, wie der Geist hat Target, wer mir das Target ist. Er hat halt die Opferziege genommen. Ja. Ist halt alle bereit? Achso, ja. Check kurz. Ich sollte bereit sein. Ja. So, jeder hat Shade eingetippt, dann drücke ich mal drauf. Moment. Ja, es war gut. Echt seltsam. Ja. Hey, ja, wir haben recht. Shade. Es ist halt dieses, das erste Ziel von dem Geist ist immer derjenige, der als allererstes in der Liste, der Serverliste steht, also der quasi der Host. Ja, genau, das kann gut sein. Oder der mit dem niedrigsten Level.
Oder das, ja. Ja, denke ich auch. Sollen wir uns noch ein Bewegungsmelder kaufen oder Audiosensor oder sowas? Kommt drauf an, was wir spielen. Wenn wir eine größere Karte spielen, ist der Audiosensor gar nicht so blöd, aber halt auch nicht zwingend, ansonsten ein Bewegungssensor. Bewegungssensor ist gut, um die Bewegung des Geistes abzudecken, herauszufinden, wo er ist. Also ich habe zweimal Profi und einmal Anfänger. Ich würde sagen, mit dem Anfänger. Okay. Läuft doch so gut gerade. So, aber in dem Sinne werde ich das Ganze jetzt wieder abmoderieren. Wir haben jetzt schon 30 Minuten wieder voll. So, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und tschüss. Bis denne.